Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Part von Let's Play 4 First Encounter Assault Raccoon. Weiter geht es. Wir sind gerade hier, ich weiß nicht ganz genau, wo wir hier sind. Ich hoffe mal sicher und es ist schon lange her, als ich das Spiel wieder angefasst habe, also vor fast einem guten Jahr. Und in diesem Jahr ist natürlich viel passiert, viel auf meinem Kanal ist passiert und diese Geräusche, die machen mir ein bisschen Angst. Ich muss mal schauen, wie hier die Soundeinstellungen sind sehr gut, das passt. Da habe ich irgendwas. Achso, das war eine Waffe. Wir sind gerade irgendwo drin. Ich habe da schon einmal ein bisschen vorgespielt, weil ich wie viel Leben habe ich? Ich habe noch genug. Weil ich eine kleine Testaufnahme gemacht habe und ich wollte schauen, wie das so ist. Jetzt dann nehme ich mal mit der Cam auf, hoffentlich wirklich, weil ich habe da vorhin das doch nicht geschafft, dass ich mit Cam aufnehme und bliblablo, blablablo. Wir sind gerade hier irgendwo in einem Büro, wie es ausschaut, und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir laufen jetzt einfach mal weiter und vielleicht finden wir ja irgendwie was. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir finden irgendwas, ne? Das muss immer sein. Ach, das ist der Anfang, glaube ich, ne? Von da kommen wir. Und jetzt geht es da dann weiter. Ha, wer hätte gedacht? So, ich möchte hier ein kleines bisschen Licht anmachen. Und links sieht man natürlich, dass das auch dann wieder automatisch ausgehen kann, weil die Batterie leer ist. Und wenn man das ausschaltet, Geisterhand, wird die Batterie wieder aufgeladen, als wären wir selber der Strom. Amaham Technology Corporations. Okay. Keine Ahnung, was die da wollen. Wir laufen jetzt einfach mal und ich hoffe, ich erschrecke mich nicht, weil das ist das erste Mal mit einer HD-Cam, wie ihr sehen könnt. Ich habe davor so eine komische Cam benutzt, die wo so gut wie nichts taugt. Wie man natürlich auch gemerkt habe. Okay, da ist gleich wieder Action. Kleine Granate reingeschmissen hier. Bam, bam, bam. Wir haben uns alle lieb, ne? Das weiß ich schon. So, dahinter ist auch noch einer. Hier auch. So, die sind schön tot. Geballere hier. Das ist mir alles viel zu laut. Und ich hätte natürlich nicht. Aber. Brauchst du gar nicht. Chill dein Leben, Digga. War's das? Ja, scheint so. Wir haben nur 6 HP verloren, sagen wir mal so. Was gar nicht mal schlecht ist. Wo denn? Na, was? Hallo? Was? Hä? Endlich. Können Sie was wegen der wo, hallo? Wo? Ich sehe da. Hä? Huh. Wenigstens lachen kann er noch. Ja, ja, wunderschön, wunderschön, gut. Hallo? Sind Sie eine Spezialeinheit oder so? Wieder schaut. Bishop. Alter, Bischof. Alles Bischof. Sprengtrupp ist unterwegs. Okay, es gibt ein paar Aufzüge in Ihrer Nähe. Sichern Sie das Gebiet und bringen Sie das Team zu Bischof. Treffen Sie sich mit dem Sprengstoffexperten bei den Aufzügen. Komm, sag nein. Sag nein. Mach nein. Komm, mach nein. Dann halt nicht. Gut, gut. Dann gehen wir mal zu den Aufzügen. Wo die Aufzüge sind, werden wir jetzt erstmal herausfinden. Ja, ich habe hier ein paar kleine Frame-Einstürze. Sorry für das. Checkpoint wird gespeichert. Das bedeutet, wir kommen weiter.
Upsi. Das sind also die. Jemand macht sich am bitte was? Why not? Upsi. Aua! Okay, das ist jetzt. Fuck, wo bin ich denn? Bium, 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 bium. Chill da ja Leben hier, Mann. Oh, fuck. Oh, was habe ich denn da jetzt auf einmal? Oh. Ach du heilige Scheiße. Kann ich auch. Gut. Ich muss erstmal die ganzen Medizinkästen einsammeln. F. Ja, ja. Bitte, bitte, ja, ja, ich hab die alle lieb. Ah, da seid ihr. Oh ja. Oh ja. Tja, ich hab's halt drauf. Ich bin gerade beschäftigt. Achso. Was? Geh weg! Ja, aber die Vase! Die Vase ist umgefallen, ich habe keinen Bock mehr. Achso. Kommt mal mit. Ja, ja. Und wie findet ihr mein Zuhause? Schön aufgeräumt, ich weiß. Ich schau nicht mal mit, ne? Gehört ja nicht euch. Könnt ihr mal da reingehen? Es ist dunkel. Ist ja alles sie. Nein. Ja, ja, ich weiß schon, dass du so ein Typ bist. Das sieht man schon, das sehe ich an deiner Aura, an deinem Charakter. Hä? Sind Sie der Bombenexperte? Ganz recht. Keine Sorge, alles wird gut. Schaffen Sie mir das Zeug vom Leib. Bitte. Das hat definitiv ein Profi. Soll ich mich jetzt verbessern? Er ist vielleicht Profi, aber ich bin Meister. Euer Alarm. Er wurde in einem Security-Büro. Bitte was? Oh. Ersten Etage. Da wird's mal ganz mulmig ein bisschen hier. Wird ein bisschen sentimental. Jetzt gucken wir mal. Checkpoint wird gespeichert. Das haben wir schon genug. Oh, hallöchen, wer bist denn du? Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Alice Waite. Hey Aldous, hier Alice Waite. Ich habe Kopien in Ihren Postkorb gelegt. Ein paar Zeitungsartikel über Auburn aus den letzten 25 Jahren. Nicht mehr Tschüss sagen können. Naja, das so sind die Amis. Gut, dann schauen wir mal. Ich habe irgendwie gerade voll Schiss. Der Raum ist mir nicht geheuer.
sind. Weißt du gar nicht? Mein Licht geht nicht mehr. Mein Licht geht. Ich. Die Aufzüge funktionieren wieder, aber jetzt gehen alle Feuertüren zu. Sie müssen einen anderen Weg auf das Dach finden. Holiday, könnt ihr Mr. Bishop begleiten? Wir werden gut auf ihn aufpassen. Fahrstuhlmusik, wo bist du? Fick dich. Letters, ich bin ja fast fertig. Irgendwelche Theorien? Ich muss ein bisschen im Labor arbeiten. Okay, gehen Sie aufs Dach zurück und warten Sie da. Es könnte etwas dauern, bis ich Sie da... Mein Licht geht nicht mehr. Jetzt. Ich habe kein Licht mehr und ich weiß nicht, wo ich dort. Ach so. Machst du Dubstep? Warum kann ich mein Licht nicht mehr anschalten? Kaputt. Die Daten werden hochgeladen. Tja, das bestätigt, dass Perso als telepathisch begabte Kommandanten für die Arbeit mit Klonsoldaten ausbilden sollte. Aber offenbar war Paxton Vetter der einzige Commander in diesem Programm. Seltsam ist, dass sie ihn als zweiten Prototyp bezeichnen. Wow. Ist sie geplant, da lang zu gehen? Ich glaube nicht, ne? Oder doch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, fick dich. Alter, ich habe mich schon gewundert, warum die nicht sterben.